Hallo, ihr Landratten und herzlich willkommen zum heutigen Seemannsgarn. Wenn es euch hier gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß auf dieser abenteuerlichen Reise. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute testen wir mal King of Seas. Wenn das Spiel auch nur halb so gut ist, wie die Trailer es gezeigt haben, dann werde ich dieses Spiel auf jeden Fall let's playen. Das ist auf jeden Fall ein Piratenspiel. So Open World mäßig, soweit ich das gesehen habe. Wir sehen ja gleich, wie es wirklich ist. Und das geht nur im Einzelspieler, aber ich freue mich dennoch drauf. Ich hätte mich noch mehr gefreut, hätte ich es mit irgendwem zusammenspielen können. Das Spiel sagt mir, ich soll unbedingt Controller benutzen. Man kann es nur eine begrenzte Zeit spielen. Ich bin Novize natürlich. Nein, ich würde das Tutorial gerne ansehen. Okay, das Tutorial. Ich mach mich stumm. The story began in the middle of the ocean many years ago. Within the crystal clear waters and green archipelagos, where communities of ancient navy sailors traded, surrounded by thousands of dangers. At that time, pirate law was in force on the seven seas, and shamans shaped the world with fearsome voodoo rituals. But a bloody battle changed fate forever. The fight between pirates and navy sailors inflamed the sky for endless days and nights. In the end, the sailors prevailed, decimating the last traces of magic and freeing the sea from the threat of pirates. After the battle, the triumphant navy erected an impenetrable fortress, founding the 800 years old kingdom of the seven seas and vowing to maintain the conquered peace forever. Those few pirates who didn't bow to the will of the navy fled to the borders of the kingdom, remaining faithful to their way of life. Today, seated on the throne, the descendant of a long line of rulers carefully guard the peace within the fortress. Long live the king! Long live the kingdom of the seven seas! Also, ich fand diese Einleitung richtig gut, aber ein wirkliches Tutorial war das jetzt nicht. Im Übrigen, ich kann das da oben mit Demo-Version nicht wegmachen, habe ich gerade eben schon versucht. Aber wie geil ist das denn animiert, das Spiel? Nur die Charakterdesign könnte ein bisschen überarbeitet werden. Ich werde jetzt nicht vorlesen, was die da sagen, aber irgendwer ist offenbar angekommen. Ah, ich. Ja, ich bin leider wieder mal zu spät. Man kennt es doch. Das Spiel hat übrigens zurzeit nur zwei Sprachen, Englisch und Spanisch, also ich konnte es auch nicht auf Deutsch stellen. Ja, ich war schon wieder überall, nur nicht dort, wo ich sein sollte. Ich werde meinen Vater, den König, natürlich nicht enttäuschen, ne? Okay, meine Crew wartet auf mich. Na dann, Bartolomeo, ich verlasse dich mal. Sie werden eine Zeremonie abhalten, wenn ich zurückkehre. So, ich habe jetzt ein neues Leben vor mir. Ciao, Schwester.
Captain, ich muss dich an deine Mission erinnern. Wir müssen, was, in Gunpowder war doch hier dieses, wie hieß das jetzt auf Deutsch? Schießpulver. Also ich soll Schießpulver ausliefern. Oh ja, ich freue mich schon drauf. Über die See zu fahren, die salzige Seeluft zu schnuppern. Erwartet wirklich nicht, dass ich das übersetze. Ihr wisst genau, was für Übersetzungsprobleme ich immer habe. So kann ich das Schiff jetzt komplett selber steuern. Okay, der bringt mir jetzt das Segeln bei. So, erstmal gucken, welcher ist jetzt wirklich der Inventory-Platz. Wahrscheinlich Select. Okay, ich kann die jederzeit nochmal nachlesen. Guck mal, wir haben sogar so einen Kompass. Wir können das übrigens, wie ihr da auf dem rechten Teil sehen könnt, nur eine begrenzte Zeit das Spiel spielen. Also ihr könnt daran jetzt so ungefähr runterrechnen, wie lange ich hier spiele. So. Das ist meine Karte. Ahoi, ich bin der Kartographer. Also, ich bin der Kartographier. Ich kenne den deutschen Begriff für Kartographer nicht. So, er will mir jetzt erklären, wie die Map funktioniert. Ja, das rote Icon, da muss ich hin. Wenn ich dem folge, dann werde ich niemals verloren sein. Glaub mir, das schaffe ich auch so. Ja, die Map wird sich erst füllen, wenn wir sie auf unseren Abenteuern erkunden. Und natürlich gibt es auch Schatzkarten. Ja, wir werden die auf unseren Reisen finden. So, ich würde jetzt gern fahren. Hui, und schon segeln wir los. Warte mal, ich zoome ein bisschen rein. So, ich habe jetzt alle Segel geöffnet. Ich muss dem wahrscheinlich hinterher, ne? Na dann, Kajüten dicht machen, Männer! Nee, jetzt mal im Ernst, wo muss ich eigentlich hin? Ja, ich muss hier einmal drum herum segeln. Bei der Karte kann ich auch reinzoomen. Okay, das ist wesentlich weiter, als ich anfangs dachte. Die Dinger haben alle ein Level. Na dann, voller Fahrt voraus! Möge Davy Jones unsere Reise segnen. Und mögen wir nicht bei den Fischen schlafen, bitte. So, ich segel jetzt hier. Aber ich finde das echt gut gemacht, das Spiel. Allein wie gut das Wasser aussieht. Also das ist echt ungefähr so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Skills, die habe ich leider noch nicht. Genauso wie Kugeln und die Möglichkeit zu schießen. Das schalte ich wahrscheinlich gleich erst frei. Wir eben kurz nochmal auf die Karte gucken. Ich muss ein bisschen nach da lenken. Im Übrigen fragt ihn jetzt nicht, wann wirst du das Spiel komplett spielen, Shining? Bitte spiel das jetzt, bitte mach jetzt das Let's Play. Leute, das Spiel, also das Richtige kommt erst über einen Monat raus. Ich werde es nicht sofort durchsuchten können. Okay, jetzt muss ich hier ein bisschen beisteuern. Oh, bitte schießt mich nicht ab. Ich hoffe, die machen auch noch so eine deutsche Übersetzung. Dann kann ich da auch mitreden. Also hier natürlich, was für eine Überraschung. Ja. Der König liefert euch Schießpulver. Ich soll es am Port, also am Hafen, entladen. Der dankt mir dafür sehr viel. Also vielmals. Ja, wir haben unsere erste Mission erfolgreich erledigt. So. Noch schöner wäre, wenn ich auf der Insel rumlaufen könnte. Alter, guckt euch mal das an. Was passiert hier jetzt? Daran bin ich unschuldig.
Was geht hier vor sich? Was ist dieses Geräusch gewesen? Der König ist tot! Wer hat ihn getötet? Er wurde durch einen Zauberspruch getötet. Oh nein. Unser Vater wurde über einen Zauber gekillt. Wissen wir was davon? Okay, wir müssen jetzt wieder zurück. Okay, ich fahre da mal eben kurz den Weg zurück. Also ich will hier schon mindestens eine halbe Stunde jetzt spielen. Also es kann auch sein, dass das Video ein bisschen länger wird als sonst. Da hinten hat was geleuchtet. Was ist das? Was leuchtet da? Ich werde es nicht herausfinden, weil ich es nicht aufheben kann. Oh. Es passiert was. Captain Henry, was bringt euch hierher? Was soll ich getan haben? Worüber redest du? Ach so, die schieben uns das jetzt in die Schuhe, dass der König tot ist. Aber warum soll ich meinen Vater mit einem Zauberspruch umbringen? Hä? Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Die wollen mich unbedingt umbringen. Ich habe das doch gar nicht getan. Bitte sagt, dass ich irgendwie Kanonenkugeln jetzt habe. Sonst bin ich am Ass. Tschüss, Leute, bin tot. War der... also Charles war auch gegen mich. Ja, das ist ein trauriger Tag, weil ihr mich einfach abgeschossen habt. Ihr habt eure Pflicht vernachlässigt. Vor allen Dingen, warum beschuldigt ihr nicht meine Schwester? Ey, ich bin ja noch am Leben, ne? Also, Piraten lesen mich jetzt auf. Ihr könnt natürlich auch selber übersetzen. Weil ich bin echt schlecht darin. Ich verspreche mich dann immer. Eagles Den. Cool. Hoffentlich sind wir jetzt in Sicherheit. Ja, wir haben unsere Zeit genommen, um aufzuwachen. Wir sehen auch komplett fertig aus. Bitte, ich will das nicht trinken. Er hat seinen Bart dafür benutzt, um mir ein Getränk zu bräunen, um mich aufzuwecken. Wir wurden von Captain Morgan gerettet. Nicht gerecht. Ja, wir haben... Er freut sich natürlich, jetzt den früheren Thronanwärter zu sehen. Mein Schiff ist gesunken und die Crew konnte nirgendwo gefunden werden. Ja, ihr seid doch Piraten, warum habt ihr mich gerettet? Ja. Also der Code der sieben Meere besagt, dass alle, die irgendwie angespült werden, also dieses... Ach, mir fehlt gerade der Fachbegriff. Schiffsbrüchige, dass die eingesammelt werden müssen. Egal, wo sie herkommen. So, was wird jetzt aus mir? Ja, in der jetzigen Situation darf mich die königliche Wache überhaupt nicht finden, sonst bin ich tot. Okay, und ich bin jetzt offiziell ein Pirat.
Also mein Vater ist tot und sie dachten, ich wär's. Ja, wir müssen jetzt rausfinden, wer unseren Vater eigentlich getötet hat. Und müssen dann seinen Kopf hängen lassen. Bitte sagt, dass ich über die Insel wandern kann. Ja, jetzt geht's mir viel besser. Was ist das überhaupt für ein Ort? Das ist der Eagle's Den. Das ist der Geburtsort der des Königreichs der See. Die königliche Wache hat es schon lange hinter sich gelassen, diesen Ort zu beschützen. Ist es nicht mal auf der Karte markiert für über 100 Jahre? Ironischerweise ist es jetzt die einzige Piratenbasis und auch der sicherste Ort für die Piraten. Ja, ich nehme dieses neue Leben an. Ja, ich hätte nie gedacht, dass mein Leben so wird. Aber was ist aus meiner Schwester geworden? Oh Gott, da ist ein... einer von dieser Navy, ne? Das ist ein Notfall. Alle Kapitäne sind auf einer Mission. Und wir wissen nicht, wer da mit drin verwickelt ist, ne? Ja, es gibt keinen Moment, wo man sich ausholen kann. Die Navy darf unsere Basis nicht finden. Wir haben natürlich einen Captain gerade hier, ne? Oh, ich krieg das Kommando über das Schiff. Ja, ich nehme die Herausforderung an und mach die jetzt fertig. Ich darf jetzt endlich schießen, oder? Ja. Wer weiß, vielleicht mache ich aus dieser Dämon einen Zweiteiler. Okay, wir haben jetzt eine Lebensleiste. Oh, sie schießen auf uns. Warte, ich zoome ran. Mann! Tu doch mal das da aus dem Bild! Ja! Auch wenn der Turm getroffen hat und nicht ich. Ja, ich kann nicht hören. Er hat mir irgendeinen Kommunikator? Ihr seid so weit fortgeschritten? Okay. Warum auch immer ihr so ein Community-System habt. Ja. Ich kann euch hören. Ja, ich habe meine Position als Kapitän mehr als verdient. Aber was ist jetzt meine Mission? Außer, dass ich den Bösen finden muss, der meinen Vater umgebracht hat. Okay, wir haben 3 Kanonen auf jeder Seite. Es ist ein leichtes und schnelles Schiff. Okay, ich kann damit gut den Gegner umflankieren. Ich muss natürlich aufpassen, nicht in ein größeres Gefecht zu geraten, wo viele Schiffe sind. Ja, ich habe die Nerven, um das anzunehmen. Ja, wir werden unsere Unschuld so nicht beweisen können. Ja, zu den jetzigen Umständen kann ich da nicht hin zurück. Okay, sie helfen mir aber auf jeden Fall. Oh, wir haben eine Shoppinglist. Oder eher Raubliste, oder? Okay. Wir haben einen Auftrag angenommen. Wir müssen irgendwas liefern. Ah, wir müssen Holz liefern. Ja, mein Schiff hat eine Piratenflanke. Bin ich nicht in Gefahr? Okay, die tolerieren Piraten. Im Gegensatz zu der Navy. Solange wir friedlich sind, können wir mit ihnen handeln. Okay,
und sie heulen uns sogar manchmal an, um aus Gefahr rauszukommen. Okay, dann auf und davon. Wir haben sogar XP erhalten. Also wir können leveln. Ich will jetzt aber einmal hier in den Hafen rein. Und wir wissen, wie das jetzt eigentlich abläuft, wenn ich irgendwo an Land will. Ah. Ich kann dann hier einmal handeln. Ja, ich bin ein neuer Kunde. Bestimmt in der Taverne kann ich Leute anheuern. Ja, ich weiß, du willst keine Kämpfe hier. Ja, ich kann hier neue Crewmembers anheuern. Okay, ich habe 2000 Gold. Ah, da kann ich mein Schiff reparieren lassen. Kann ich auch mein Schiff anpassen? Ich kann mir hier ein neues Schiff holen. Ist nur ein bisschen friemelig. Warte mal, ich nehme dafür die Maus mal. So, so kann ich ein bisschen besser gucken. Also das Slop haben wir gerade und können uns hier verschiedene Schiffe später kaufen. Da steht auch bei, wie viel da drauf sein können, wie viel Kanonen das hat. Alter, ich will auf jeden Fall eine Galeone. Die ist zwar langsamer als mein jetziges Schiff, aber die hat 30 Kanonen. So, und was kann ich sonst noch hier kaufen? Mehr Kanonen. Bessere Kanonen. Also das sind ja die Kanonen, die ich jetzt gerade habe. Ich habe 1000 Gold ungefähr. Ja, dann würde ich mir die hier holen. Die sind besser. Will ich equippen und die alten verkaufen. Ich mache hieraus auf jeden Fall tatsächlich einen Zweiteiler. Ich mache hier für den ersten Part Schluss. Den zweiten Teil dieser Reise seht ihr dann beim nächsten Mal. Tschüss.